Hey, Oliver Schirmer hier. Ja, ich bin ein kleines bisschen erkältet, also lasst euch von meiner Stimme nicht irritieren, aber nichtsdestotrotz möchte ich euch heute noch hier einen kleinen Tipp zeigen. Und zwar ist ja ein Blogartikel, wenn er zum Beispiel Bilder beinhaltet, ist es ja immer fürs Auge sehr ansprechender und natürlich auch für den Leser viel besser. Und oft werde ich einfach gefragt, ja, wie kann ich denn so ein Bild zum Beispiel ja selbst erstellen oder wo bekomme ich Bilder für den ja, für meinen Blog jetzt her. Und da gibt es zum Beispiel für den Google Chrome Browser ein tolles Plugin, das nennt sich Webpage Screenshot Capture. Und das könnt ihr euch ja kostenfrei runterladen, indem ihr dann in Google Chrome im Browser hier auf Anpassen und Einstellen geht. Und dort unter Einstellungen findet ihr den Punkt Erweiterungen. Und unter Erweiterungen kann man dann hier ganz, wenn man nach unten scrollt, hier mehr Erweiterungen runterladen. Und wenn ihr dort dann in das Suchfeld eingebt, Webseiten-Screenshot oder Webpage-Screenshot, ich markiere euch das mal hier, dann könnt ihr das dort kostenfrei runterladen, aktivieren und dann erscheint hier oben in der Leiste so ein kleines Kamerasymbol. Und jetzt ist es eigentlich sehr, sehr einfach. Wir können jetzt zum Beispiel hier auf YouTube gehen und können zum Beispiel mal ein Video anschauen und wenn wir jetzt zum Beispiel ein ansprechendes Bild gefunden haben, wie jetzt hier zum Beispiel diese Pflanze, dann können wir jetzt hier einfach auf dieses Kamerasymbol klicken und jetzt können wir hier verschiedene Bereiche auswählen. Ich nehme hier immer den Bereich sichtbarer Screenshot. Ich klicke hier drauf. Es öffnet sich ein neues Fenster und ihr seht schon, hier hat sich eine Leiste aufgetan und jetzt haben wir die Möglichkeit hier über dieses Crop Symbol. Wenn wir hier drauf gehen, dann haben wir hier dieses X und können jetzt von diesem Screenshot uns den Bereich auswählen, den wir als Bild haben möchten. Ich dann mache das jetzt mal hier so. Und wir haben jetzt quasi das Bild ausgeschnitten und könnten jetzt sogar noch das Ganze hier verfeinern. Wir haben hier zum Beispiel Pfeilfunktionen, wo wir jetzt auf etwas hinweisen könnten. Wir können hier andere Farben verwenden. Können hier ja Spray mit reinnehmen, könnten jetzt hier aber auch einen Kreis machen, um etwas einzukreisen. Also wirklich viele, viele Optionen. Und jetzt ist es eigentlich sehr einfach. Wir klicken hier auf Save und das Ganze wird heruntergeladen als PNG-Datei. Und wenn wir jetzt hier in Ordner Anzeigen gehen, dann wird uns das Bild angezeigt und wir können es dann später einfach noch auf den Blog hochladen und in unseren Blogartikel einbauen. Okay, das war's schon. Sehr, sehr einfache Geschichte. Und ja, wenn ihr Fragen habt oder vielleicht weitere Plugins kennt, die nützlich sind, dann freue ich mich über euren Kommentar. Und in diesem Sinne wünsche ich euch alles, alles Gute. Viel Erfolg, euer Oliver Schirmer. Ciao, ciao.